musst dir vorher ein Geständnis machen, bevor du reinbeißt. Das sind tote Würmer. Ich hab so einen Schluck auf der Lauerschaft. Schaff keine, ist gesagt. Schaff. Tintin, ich will mit Deutschland Tui-Guang, Deutschland Zui-La-De-Ling-Shi, kann ich an Deutschland Yun-Chi, wie man? Das ist der世界上最小的新年专盘. Das ist Deutschland Zui-La-De-Ling-Shi. Wir haben Dou-Gar, Zin-Zhen-Gu, Pao-Tiao-Sun, Hai-Dai-Si, Deng-Ying-Su-Si, Tu-Dor, Hua-Shang, Chou-Dou-Fu, Ou-Pier, Guo-Ba, Hai-Yo-Su-Rou. 不管装到哪儿，就是开心或者更开心。 你们知道有多狂吗？ 我最近在一个网站发现了 各种的麻辣零食，全部都买了。如果这个视频超过10000点赞，我就下个视频让德国人尝一下中国最辣的白酒。麻辣王子出现了。 Ja, cool, du möchtest, du hast heute auch Glück. Ja, wir haben heute ein Glücksrad. Oh, 3个辣椒已经不能满足这位大哥了。Okay, gib mir scharf. Ist nicht scharf? Keine. Da ist auch ein Pepperoni drin. Geht ein bisschen besser scharf. Ja? Wie viel scharf kannst du essen? Okay. Nee, das ist ganz schwach. Ja, die sind bloß zum Spaß drauf, weißt du. Alrighty. Wenn ich jetzt Feuer spucke, ist deine Kamera kaputt. Ganz gut. Das kommt ein bisschen scharf nach, ja, aber geht klar. Das ist immer dein Ding nochmal. 来了一个美女，她说吃辣椒会有过敏，看看能不能说服她。 Ach so, scharfes Essen? Nee, lieber nicht. Ich kriege immer Hautprobleme, wenn ich scharf esse. Das ist ganz schwach. Das ist ja alles, was das, da das sind ganz viele Chilis drauf, sehe ich gerade. Das ist bloß, um die Leute zu erschrecken. Das ist nicht echt. Scharf, keine. Ah, das sind schon 5 Chili-Dinger. Das möchten wir nicht haben. Chou-Dofu! Sehr gut, das ist ganz mild. Also musst du vorher ein Geständnis machen, bevor du reinbeißt. Ja, bitte. Es hat nicht gelebt. Okay, das ist schon mal gut, wenn es nicht gelebt hat. Schmeckt interessant. Was ist das denn da drüber? Was ist denn das Schwarze? Das heißt Stinketofu. Stinketofu, ja. Deshalb riecht es so. Ah, sehr scharf, muss ich sagen. Ist schon gut scharf. Mhm. Oh, jetzt hat sogar auch. Ist es scharf? Nein. Auch nicht scharf. Nein, nicht scharf. Ich habe gerade schon Alkohol dabei. Ja? Ich probiere, egal wie stark. 来了一个想喝酒的小姐姐，我们怎么能让她轻易得逞？ Du kannst gerne hier drehen, bis du auf die Flasche kommst. Mach mal so, du hast mach so 5 Versuche, okay? Ganz knapp. Was ist das? Du musst mir schon dran. Kannst du dran riechen erstmal. Das riecht jetzt wirklich lebendig gewesen. Noch 4 Versuche, ja? Kann, das ist ein Glück. So ein Glück! Yunqi, ,真的很好. Zai lai ge chou doufu. Es muss noch eins essen, ich hole noch eins. Wo geht zhe ge xiao jie jie wa le ge keng? Gao zi ta zhe ge chou doufu shi ling yi ge kewei. Und sag mir mal, was anders schmeckt. Besser als das andere. Findest du, schmeckt es besser wie das davor? Ja, es hat jedenfalls so ein Snack zwischendrin. Oh, Jin-Chen-Gu, ah, Glück gehabt. Na gut, ich hätte viel schärfer erwartet. Weißt du, was es ist? Nein. Pilze. Echt? Ja? Das ist lecker, doch lecker. Danke. Sie. Danke dir auch. Wow, gut, ja, kannst du Chinesisch? Wochi Lai Lo, Wochi Da Zao. Wochi Lai Lo, 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 这是生火，撸起来！旁边的 kiosk， 今天的生意好了啊，你快烤！给他吃酥肉。豆满头大喊了，还噪音。什么？叫消防车，报告！消防车。嗯哼，还把笑。哎，奥利奥！这个大姐一开始以为我给他吃虫子。 Alles lecker. Alles vegan. Keine Tiere sterben. Okay. Auch keine Insekten. Nee, nichts. Andere bedeutet. Alles scharf. Habe ich sofort erkannt.
Was bedeutet das? Paujiaosun. Das sind tote Würmer. Nein, das ja, ist vegan, hat er gesagt. Das Moment, wenn ich jetzt einen Pimmel esse, Leute. Also ich weiß nicht, ob du schon mal Schlangen gesehen hast. Bambus. Okay. Das chinesische Schaf ist anders scharf als das deutsche Schaf. Deswegen war ich vorsichtig. Ja. Muss auch scharf sein. Muss auf jeden Fall. Inga ist Schöpfernlade. Inga ist Schöpfernlade. Schmier. Gute Esse. Schaf. Komm bitte, bitte, bitte. Bitte. Oh, wie sie rauchen sie jetzt? Ist es lebendig gewesen? Nein. 2022, alles vegan. Dobu da Roda. Also das ist jetzt gar nicht meins, von der Konsistenz schon. Wie das auf deiner Seite heute. So knapp! Also nee, uns liegt ist die Gesundheit der Tiere im Herzen und nur vegane Sachen dabei. Also von der Konsistenz und Faserung und so weiter würde ich jetzt auch sowas in Richtung Hühnchen oder so, also Geflügel oder sowas tippen. Oder? Das ist auf unserer Skala so bei der 4. Scharf, okay. Aber lecker. Ist gut. Ich habe schon einen Schluck auf Verlauber scharf. Der war das jetzt echt gut. Aber geschmacklich ist es echt lecker. So knapp. Aus welchem Land kommst du? In Deutschland. Okay. 看看这个非常德国的东西，它能不能吃出来？ Guck mal hier, das sieht aus wie Fisch, oder? Das riecht auch so in der Richtung. Das musst du erkennen. Also wenn du das nicht erkennst. Auf dem Weg des Erkennens spüre ich eine innere Ablehnung. Ich hätte jetzt mal wahrscheinlich so von der Kaukonsistenz auf Kartoffel oder sowas getippt. Hier noch ein Versuch. Jetzt aber, jetzt aber. Jetzt ist Trinken, okay? Immer aufs Trinken. Oh, hi, danke, Hummer! Aus, was ist denn Spargel? Nee, ich bin allergisch gegen zu grüne Sachen. Was sieht's aus? Eigenspargel, keine Ahnung, Spinat, was ist denn das Salat? Ich esse das. Nein, bitte, ich hab Angst vor grünen Sachen. Ist es dasselbe? Komm, mach mal dein eigenes Marketing hier. Soll ich essen? Warme. Muss ich jetzt nochmal trinken oder krieg ich jetzt mal heiße Spargel? Fünfmal, du hast leider nicht geschafft, aufs Trinken zu kommen. Deswegen ist es mir leid. Nein, Spaß, hast du verdient? Hast du dir verdient? Let's get that trigger. This is special. Special from China. Sehr gut. Aber gut, alle viele. Auch keine Schafe, doch? Nein. Das tut sich wohl. Schafe, keine. Schafe. 今天，毕哥又成功地进行了一波零食文化输出。 虽然我们一开始有很多的人，他们特别害怕，因为他们都觉得我们给他吃什么东西，但是他们尝过以后，他们都说特别好吃。所以如果这个视频点赞超过10000，下个视频我就给德国人尝受一下中国的最辣的白酒，好吃，好吃。